Diese Künstlerin Sophie Scheppi hat sich selbst porträtiert. Da war sie 24 Jahre alt. Das war 1876. Dann ging sie nach Paris. Und ihre Karriere, die öffnete die Türen für die Frauen an den Kunstschulen in Europa. Ja, und dieses Buch nun ist eine detektivische Arbeit über ihr beeindruckendes Leben, auch ihr vergessenes Werk. Und ich sage nur, man hat die Tagebücher gefunden.